irre geworden. Bei mir gibt's keine Widerworte. Nach Hause, zack, zack. Mami. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, die Reise ins All, dem Spiel ohne viel Musik. Und wir haben uns jetzt in der Stadt schon ein bisschen umgeschaut, aber ich glaube... Bist du ein Indianer, Onkel? Peng, peng! Ab nach Hause mit dir, kleiner Ausreißer! Ich will aber noch spielen, will noch spielen, will noch... Irre geworden! Bei mir gibt's keine Widerworte! Nach Hause, zack, zack! Mami! Oha. Ja gut, da war der Wachhund. Hi. Wird doch nicht diese neureichen Schnösel aufsuchen. Okay. Ja, ich dachte, vielleicht gibt's ja, ne? Außer dem Bonuslevel hier sonst noch was. Warte mal, diese Musik kam mir bekannt vor. Von dem Bonuslevel. Gab's da nicht mehr so ein interessantes Spielchen bzw. Spielerei, die sich Nonstop Nonsense nannte? Ich glaube, da kam das auch drin vor. Gehen wir mal Bericht erst. Wir haben endgültig genug von ihren Eigenmächtigkeiten. Diese Titelgeschichte wird ihnen hoffentlich das Genick brechen. Was soll denn der Auflauf hier? Sind doch nicht auf dem Rummelplatz. Ich werde doch nicht mit einer aufgebrachten Meute diskutieren. Unerhört, wir verlangen Rechenschaft. Sie verlangen? Pah, glauben Sie, Sie könnten angesichts meiner Bajonette irgendetwas verlangen? Ha, denken Sie doch einmal über den folgenden Sachverhalt nach. Die Haushaltsverhandlungen stehen an. Platz da! Empören, das ist genau diese Art. Maul halten! Oberstleutnant. Aber. Achtung! Magwitz wird jetzt brav schweigen. Die Dinge liegen leider etwas kompliziert. Klären Sie Ihren schneidigen Leutnant doch einmal auf, Herr von Schleicher. Wer sitzt jetzt am längeren Hebel, na? Die grässliche Etatverhandlung über den Heereshaushalt stehen wieder an. Wenn sich diese Herren da störrisch zeigen, heißt es, den Gürtel enger zu schnallen. Das ist eine unerhörte Erpressung. Erpressung? Das nennt sich parlamentarische Kontrolle, Herr von Schleicher. Werden Sie Professor Heisen in Frieden lassen, na? Wir warten auf eine Antwort. Wird das Militär künftig darauf verzichten, Forschung klammheilig für militärische Zwecke einzuspannen? Aber es ist ja alles ein furchtbares Missverständnis, meine Herren. Wir hegten doch nie die Absicht, dem ehrbaren Professor Heisen zu Waffenentwicklungen zu raten. Versuchen Sie bloß nicht, sich rauszureden. Aber, liebe Freunde, wir sind doch alle auf derselben Seite des Fortschritts. Unser Interesse galt nur, der fantastischen Idee Professor Heisens eine Sternenreise zu unternehmen. Ist das nicht der Traum aller Menschen? Sind Soldaten keine Menschen? Wir wollten dem Professor nur unsere Unterstützung versichern. So war es doch, Leutnant, nicht? Da hören Sie es selbst. Wohlgesetzte Worte, aber wir glauben Ihnen nicht eines davon. Können Sie das Behauptete denn auch beweisen? Ich bitte Sie, Sie haben mein Wort als Offizier. Was wollen Sie mehr? Taten. Also, wir stellen für das Sternenprojekt des Professors extra 5 Soldaten ab. Das soll ja wohl ein Witz sein. Einen Zug. Einen kompletten Zug, meine ich. Etatverhandlungen? Denken Sie immer daran, Herr von Schleicher. Etatverhandlungen. Die ganze Kompanie. Noch günstigere Hilfskräfte kann der Professor gar nicht erhalten. Zufrieden, meine Herren? Erst wenn wir tatsächlich Beweise für einen überraschenden Sinneswandel sehen. Erst dann. Also bemühen Sie sich. Guten Tag.
Wir werden Acht geben, ob Sie da, das Versprechen auch einhalten werden, ne? Kommen Sie, meine Herren. Sauerei. Jetzt sitzen wir in der Tinte. Ich hätte mich nicht festnageln lassen dürfen. Magwitz, Sie haben doch die ganze Suppe eingebrockt. Jetzt löffeln Sie sie auch wieder aus. Heißen kennt sie ja bereits. Also unterstützen Sie den alten Eigenbrötler im Gottes Namen, bis mir ein Ausweg aus der Klemme einfällt. Und dass mir keine Klagen kommen. Ein verfluchter Mist ist das. Jawohl. Mist. Ja, gehen wir mal zu Professor Heisen. Soll heißen, ich sollte meinen Punkt erstmal sehen. Da ist er. So. Also Heisen, was haben wir hier? Weltausstellung. Ach so, ja, stimmt ja. Universität wollen wir natürlich. So. Also, Professor Heisen. Dann wollen wir mal, Professor Heisen. Auf das wir nicht in den Stein beißen. So. Mein Lieber, Sie wurden mir schon angekündigt. Ich bin sicher, wir werden uns vertragen. Sind Sie erkältet? Sie hören sich furchtbar an. Ich habe ein neues Gerät entwickelt, mittels dessen befinde mich in bester Verfassung. Kein Bedarf an technischem Schnickschnack. Na, wie schön. Jetzt, dass Sie zu meiner Mannschaft gehören, will ich Sie auch mit meinen Plänen en Detail vertraut machen. Aber nicht gerade hier. In Kürze findet eine Aufführung an der Oper statt. Wir treffen uns da und bereden dann die Einzelheiten. Besorgen Sie doch, sich doch inzwischen eine Karte. Im Vertrauen, zuweilen sind die Stücke furchtbar langweilig. Wir werden also genug Zeit haben, unser Vorhaben vertiefend zu besprechen. Machen Sie es gut, Leutnant. Bis bald, bis später. Okay. Ist auch noch eine Karte für die Oper. Das ist doch so. Allerhand. Allerhand, sag ich. Ja. Aber gut, dann sag ich nicht viel, sondern geh zackig zu der Oper, wenn ich sie finde. Bahnhof. Das ist ja Altstadt. Ach, Altstadt, genau. Da war das immer richtig. So. Wir wollen ja hier auf die rechte Seite. Wir wollen ja nicht vom rechten Weg abkommen. Hurtig, Herr Leutnant. Die Vorstellung beginnt jeden Augenblick. Nanu? Zur Oper geht es dort entlang, Herr Professor. Sapperlot noch eins. Vielen Dank, guter Mann. Hast du dir die Schuhe geputzt? Ja, Schatz. Wirst du mir auch keine Schande bereiten? Nein, Schatz. Drehen? Ich komm schon noch dahinter, was heute nicht mit dir stimmt. Okay. Alles klar. Moment mal. Nö. Okay. Dann, Ihre Karte bitte, Herr Leutnant. Ich fürchte, ohne Karte kann ich Ihnen den Eintritt nicht gestatten, Herr Leutnant. Sapperlot. Wo bekomme ich denn jetzt so eine blöde Karte her? Ein herrliches Wetter, nicht wahr, Herr Leutnant? Kaiserwetter. Zum Glück gibt es noch die Altstadt. In den Fabrikvierteln vergisst man ganz, welche Bauweise die Ursprünge ist. Willkommen, ich. Zahlen die Gäste, ja. Okay. Ja, okay. Empfehle mich! So. Habe selbst Stube in Kaserne. Werfe mein Geld doch nicht zum Fenster raus. Ach so. Ja, ein Glück, dass ich Wait, her, einen Moment her. Nicht erwähnt. Undankbares Käseblatt. Kann ich hier. Ja, was darf denn sein?
Handtasche, Säbel, Holzschild, Bronze, Anzug, Uniform, Hut, Zylinder, Gegengift, Wundscheibe. Da ist nichts für. Okay. Ach so, ja. Nein. Gestatten von Magwitz. Hab ein Auge für eine aparte Dame in Not. Sie sind mal einer, Herr von Magwitz. Ich arbeite übrigens in der Gaststube nebenan. Vielleicht geben sich Herr Leutnant einmal die Ehre und statten mir einen galanten Besuch ab. Ach, sind Sie schneidig. Oh. Herr Leutnant haben aber auch ein Händchen für das schwache Geschlecht, falls die Bemerkung gestattet ist. Gestatte es ihm. Yeah. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Wollte eigentlich nur zurück, aber die 5 Taler sind jetzt aufwurscht. Also hier nebenan. Oh, Tatsache. Ach, da kommt ja mein Kavalier. Sie machen mich ja ganz verlegen. Lade die Dame ein. Nein, wie aufmerksam, Sie verwöhnen mich. Aber, dass Sie mir keine Vorscheiden aushecken, Herr Leutnant. Nee. Tisch auf, Wirt. Bitte, Gnädigste, Platz zu nehmen. Ganz zu Diensten, Herr Leutnant. Was darf ich servieren? Sparversion, mittlere Auswahl, 5 Feinsten. Mittlere Auswahl. Wünsche wohl zu speisen. Gnädigste rühren das Essen ja gar nicht an. Nun, es sieht ganz manierlich aus, aber ich hatte mir etwas anderes. Du meine Güte, ist schon spät. Entschuldigen Sie mich, Herr Leutnant, ich habe ja noch so viel zu tun. Etwas kärglich, will mir scheinen. Satz mit X. Manno. Das habe ich ja gründlich vergeigt. Ja, aber wie? Ach, ich habe doch einen Stock, ne? Bekomme langsam Hunger. Weinerlicher Zivilist. Hilfe naht ja bereits. Bam. Autsch. Ich meine, vielen Dank. Der Schubs war wirklich ausreichend. Mein Aero-Velociped ist freigekommen. Dann immer den Stock gleich mal mit, falls er wieder an Hochbauten gerät. Tausend Dank, Herr Offizier. Du erhältst 25 Erfahrungspunkte. Und jetzt heißt es freie Fahrt. Juhu. Oh nein, Gegenwind. Alberne Zeiten. Wie jemand wagt, mein Pferd einen Ballon anzuschnallen. Ist der jetzt hier irgendwo runtergestürzt oder so? Vielleicht da hinten? Nee. Ihre Karte bitte. Ich kann sie ohne Karte nicht reinlassen. Ihre Karte bitte. Ich sagte doch, ich kann sie ohne. Dann sag mir wenigstens, wo ich eine bekomme, verdammt nochmal. Mir doch nicht diese neuen reichen Dinger da besuchen. Nee. Wo soll ich denn die? Ernsthaft? Okay, ich gehe mal zu Schleicher. Vielleicht weiß der ja was. Ne? Schleich dich. So, Schleicher. Schleicher. Sie sind mir dafür verantwortlich, dass die Armee beim Projekt Heisens auch gut aussieht. Jawohl. Und da dürfen Sie nicht hin. Okay. Der weiß auch nicht, wo ich eine blöde Karte herbekomme. Das ist doch Assapolote. Das ist doch allerhand. Was ist denn eine blöde Stadtpark? Da waren wir noch gar nicht, ne? Rede doch nicht mit dem gemeinen Volk. Sehr gütig von Ihnen, Herr Offizier. Parkplätze sind ja mir mal wieder alle belegt. Du nimmst einen Wassereimer. Rede doch nicht mit dem gemeinen Volk.
An meinen freien Tagen gehe ich so gerne in den Park. Ach, ist das schön hier. Ach, ein schneidiger Offizier. Gestatten von Magwitz. Sie kommen ja wie gerufen, Herr Offizier. Mein kleines Schoßhündchen ist entlaufen. Nepomuk irrt nun ganz allein durch den großen Park. Mir ist es ja so unendlich peinlich, aber ich benötige die Hilfe eines furchtlosen Retters. Ich wäre so dankbar. Werde den Feind ausfindig machen und zur Strecke bringen, Gnädigste. Ahaha, aber doch bitte in einem Stück. Ja, okay. Also Hundis suchen, ne? Was liest er denn da für ein verschrobenes Kauderwelsch? Verstehe ja kein Wort davon. Ach, das ist Latein. Aha, ja, sehe selbst, dass er mir bloß keine Flausen im Kopf ansetzt. Was treibt er da, Bursche? Ich ergötze mich an den Versen des unsterblichen Virgil, wenn es genehm ist. Guten Tag. Meine da einen unbotmäßigen Tonfall zu hören, erkläre er sich. Was erdreisten Sie sich, mich wie einen Ihrer Lakaien zu titulieren? Sie schnarrende Parodie eines Menschen. Verbiete mir diese Insurbutation, frecher Lümmel. Er hat wohl nicht gedient, was? Gehen Sie jetzt, mein Herr, oder Sie bekommen es mit meinem Herrn Vater zu tun. Wo ist ein verzogener Fabrikantenzögling? Ja, freue mich schon, ihn demnächst bei der Truppe zu begrüßen. Ja, gut. Ja, gut. Aber ich würde sagen, für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein. Im Park schauen wir uns im nächsten Part wieder um. Und bis dahin würde ich mich über einen Kommentar oder eine Bewertung sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Und wenn es wieder heißt, Let's Play die Reise ins All. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.